Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Freitag, den 23. September. Ein schönes neues geistliches Lied, das ich erst neulich gelernt habe. In deinen Händen steht die Zeit, in deinen Händen steht die Zeit, bei dir bin ich geborgen. Du bist mein Gott von Ewigkeit, du bist mein Gott von Ewigkeit, schenkst mir den neuen Morgen. Dein Atem küsst die Sonne wach, dein Geist hilft auf, wo ich zu schwach, den nächsten Schritt zu wagen. Aus deinen Händen schöpfe ich, aus deinen Händen schöpfe ich Kraft, Mut und Lebensfreude. Wie Wasser labt dein Zuspruch mich, wie Wasser labt dein Zuspruch mich. Hilf, dass ich nicht vergeude, was scheinbar selbstverständlich ist und mir doch zeigt, wie du Gott bist, du Quelle meiner Hoffnung. Ja, in Gottes Händen steht die Zeit, sein ist die Zeit und die Ewigkeit, und er bemisst auch den Menschen die Zeit für alles, was es unter der Sonne gibt, und alles hat seine eigene Zeit. Und Sie hören schon, da bereite ich eine Lesung vor, die vielen von Ihnen sehr gut kennen, aus dem 3. Kapitel des Buches Kohelet. Es gibt auch eine Zeit zum Kranksein und zum Gesundwerden, und auch die machen wir uns nicht selber. Gestern war ich ein bisschen voreilig. Meine Schwalbe hat keinen Sommer gemacht oder meine Messung war vielleicht eine Fehlmessung. Also ich bin wieder positiv und muss wie jeder andere warten, bis meine Zeit zum wieder ganz gesund werden gekommen ist. Und derweil singe ich, denn das soll man tun, damit das respiratorische System in Ordnung bleibt. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen, eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine andere Zeit, um die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch sich in Gottes Auftrag abmüht. Das alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Und deshalb können wir es auch haben und sollen es auch ertragen, dass alles seine Zeit, Gottes Zeit hat und wir nicht die Herren von Zeit und Ewigkeit sind. In alles hat Gott seine Ewigkeit hineingelegt. Vielleicht ahnen wir das nur oder manchmal blitzt ein kleines Licht der Erkenntnis auf und dann kann es wieder dunkler werden. Glauben wollen wir das. Gott hat in alles seine Ewigkeit hineingelegt und er führt alles zu seiner Zeit zum guten Ende. Mit leeren Händen steh ich da, mit leeren Händen steh ich da, mit Angst vor vielen Dingen. Bleib mir in schweren Zeiten nah, bleib mir in schweren Zeiten nah, und hilf mir neu zu singen. Von dir dem Felsen, der mich stützt, von dir der Burg, die mich beschützt, von dir du meine Stärke. In deine Hände, Gott, mein Heil, in deine Hände, Gott, mein Heil, befehl ich Leib und Seele. Vergebung wird mir so zuteil, Vergebung wird mir so zuteil, wo ich versage, fehle. Du nimmst mich meiner an in Not, hältst mich im Leben und im Tod in deinen guten Händen.
mit seinen guten Händen segne und behüte sie alle, der allmächtige Gott.